Hat hier jemand heute keine gute Laune? Ach ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Nee, eigentlich ist es schon Mittag. Also wir haben heute richtig entspannt in den Tag gestartet. Wir haben lange geschlafen. Ich nutze es halt immer aus, wenn die Kleine dann schläft, dann schlafe ich halt auch noch mal, weil die Nächte sind nicht einfach, sage ich mal. Und ja, ich habe jetzt gefrühstückt. Und die Kleine noch mal frisch gemacht. Die hat heute so ein süßes Set an. Moment, fällt mir fast das Handy aus der Hand. Ja, bei uns zu Hause sieht es super chaotisch aus. Ja, Wochenende war viel los. Wir waren viel unterwegs. Deswegen ist hier einiges liegen geblieben, worum ich mich jetzt kümmern muss. Wir waren am Freitag auf einer Hochzeit von meiner Freundin gewesen. Es war eine Gartenhochzeit, die so ein bisschen ins Wasser gefallen ist, wortwörtlich, denn es hat super stark geregnet. Nicht durchgängig, aber als wir im Garten saßen, ja, da war schon einiges an Regen runtergekommen. Wir sind auch ein bisschen später hingegangen, weil es hat tatsächlich dort in der Gegend gehagelt. Und nicht einfach nur so ein bisschen, sondern so richtig tennisballgroße Dinger sind runtergekommen. Das Auto von meinem Mann hat auch deswegen einen ordentlichen Hagelschaden bekommen, was super, super ärgerlich ist, aber kann man jetzt nicht ändern. Wo willst du hin? Und ja, wir haben dann auch bei meinen Eltern übernachtet, weil ja, es wurde dann doch ein bisschen länger und wir wollten dann so spät mit der Kleinen nicht nochmal über die Autobahn flitzen. Muss die Kleine ein bisschen beschäftigen, die liegt jetzt hier bei mir. Wie gesagt, hat heute nicht so die beste Laune. Ja, und ja, wie gesagt, die Kleine hat zum allerersten Mal irgendwo anders außer zu Hause geschlafen. Und ich muss sagen, es hat erstaunlich gut geklappt, denn sie hat genauso gut geschlafen wie auch zu Hause. Ist nicht öfter wach geworden. Wobei, wie gesagt, die Nächte momentan ein bisschen anstrengend noch sind. Eigentlich ist ja der vierte Sprung jetzt offiziell vorbei. Ich habe mich echt riesig gefreut, dass jetzt eigentlich alles wieder den normalen Ursprung zurückgeht. Aber leider sind wir da noch nicht. Also man merkt zwar, dass sie super viel, was ist denn jetzt los? Dass sie vieles Neues kann und viel aufmerksamer ist und nach allem greift, so wirklich, wo sie davor nicht dran gekommen ist. Und ja, also man merkt die Entwicklung so schon, aber was das Schlafverhalten angeht. Hier ist es immer noch schwierig, aber das wird auch vorbeigehen. Ich weiß es ganz, ganz, ganz fest dran. Ich glaube ganz, ganz fest dran, ne? Mäuschen, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist übrigens Mr. Eagle. Ne? Mr. Eagle. Bi, bi, bi. Und ja, aber ansonsten wirklich war es echt super gut. Da kann ich mich nicht beschweren. Und am Samstag waren wir auf dem Geburtstag gewesen von der Freundin. Da war es auch eine Gartenparty, aber da war das Wetter auf jeden Fall viel, viel besser. Es hat nicht geregnet. Und gestern haben wir nur gechillt. Also mein Mann war gefühlt den ganzen Tag wieder beim Fußball gewesen. Ich und die Kleine waren zu Hause und haben nur gechillt. Also es hat so gut getan. Und als der Papa dann heimkam, dann haben wir uns Essen geholt, sind mal zu Fuß hingegangen, haben es abgeholt und nochmal eine kleine Runde an der frischen Luft gedreht. Nee? Ja. Bin ich mit ihr gestern zeitig ins Bett gegangen, weil, wie gesagt, ich das dann ausnutze. Sie war halt sehr meckerig und ist immer oft wach geworden. Und dementsprechend lagen wir heute ein bisschen länger im Bett und gehen jetzt heute ein bisschen den Haushalt an, dass es alles wieder in seine gewohnte Ordnung kommt. Und ja, das erstmal dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir legen jetzt mal los. Ne, Mäuschen, du hilfst der Mama. Hilfst du der Mama? Ja. Let's go. So, einiges geschafft. Haushalt ist soweit fertig. Waren in der Zwischenzeit auch schon einkaufen, als mein Mann wach ist. Wir haben auch schon gegessen. Wir haben uns so Fladenbrot geholt mit Hähnchen und Salat, Tomate, Gurke, Tzatziki. Und ich habe meine Portion nicht ganz geschafft, weil es ist auf einmal so mächtig geworden. Und ja, Wäsche hatte ich auch angeschmissen, die war jetzt dann auch vom Einkaufen fertig. Die habe ich jetzt eben aufgehangen. Jetzt verbringen wir noch so ein bisschen die Zeit zusammen, verdauen das Essen,
spiele mit der Kleinen. Und dann muss ich eigentlich nur noch das Kinderzimmer aufräumen. Aber meine Motivation hat gerade so ein bisschen nachgelassen. Uiuiui, wer meckert? Willst du nicht spielen, mein Schatz? Oh wei, hat jemand keine Lust mehr mit ihrem süßen Lama oder Alpaka, was das sein soll, zu spielen? Oh je, oder bist du müde? Also, ich zeige euch jetzt mal das Chaos im Kinderzimmer. Also, hier sieht's aus. Autoschale steht hier rum. Frische Wäsche muss einsortiert werden. Wäsche, die gewaschen werden muss. Hier steht noch alles Mögliche rum, was einfach weggehört. Hier haben wir noch ein Geschenk für die kleine Maus bekommen. Richtig, richtig süß. So ein Hase. Und hier sind noch Klamotten drin. Müssen wir nachher mal auspacken. Ja. Hier steht Waschmittel, was meine Mama für die Kleine mitgegeben hat. Also das ist Weichspüler und Waschmittel. Aber die habe ich auch selber schon gekauft gehabt. Ja, hier im Bett liegen Sachen rum. Ich habe die Tasche von ihr vom Wochenende ausgepackt. Und gestern war sie baden. Hier liegt das Handtuch und ihr Schlafanzug. Und ja, es liegt einfach alles rum. Hier das Wasser von heute Morgen, wo ich sie gewaschen habe. Und Klamotten. Also wie ihr seht, hier ist einiges zu tun. Und ich lege jetzt mal los. Ich habe jetzt gerade mal das Geschenk ausgepackt. Und da war halt einmal diese Schachtel dabei. Der Deckel war ja unten dran. Also kann man wieder wunderbar wiederverwenden und irgendwas Schönes verstauen. Dann natürlich dieser wunderbar flauschige, große Kuschelhase. Also der hat wirklich eine gute Größe, ist super weich. Also am Anfang war ja alles voll bei uns mit Rehen. Mittlerweile haben wir super viele Hasen auch. Also das Zimmer wird immer gemütlicher. Dann haben wir noch dieses schöne Kleid geschenkt bekommen. So ein Tüllkleid mit silbernen Sternchen. Richtig süßes von H&M in der Größe 74. Und dann war noch dieses Set hier enthalten. Mit diesem Oberteil, dieser Hose und dann nochmal dieser gleichen Hose wie das Oberteil. Genau, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Schlafanzug sein soll oder ob das irgendwie so einfach ein Outfit ist. Ist auch von H&M in der 74, also das dauert noch ein bisschen, bis wir das anziehen können. Ich habe euch ja im letzten Vlog so ein paar Teile aus meinem Shopping-Trip gezeigt. Habe das aber dann doch aufgeteilt, weil es ein bisschen viel wurde. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Klamotten, die für die Kleine mitgekommen sind. Denn es ist doch einiges geworden. Fangen wir an mit Erstings Family. Ah, so süße Teile. Und zwar ist einmal dieses wunderschöne Jeanshemd mitgekommen mit diesen Holzknöpfen und diesen aufgestickten Herzen. Dazu gibt es eine dunkelblaue Leggings. Finde ich so, so süß. Und das hat 15,99 € gekostet, aber ich hatte durch die App so einen 15% Rabatt. Und deswegen hat sich das dann gelohnt. Das war auch das letzte in ihrer Größe, deswegen musste das mit. Bei diesem Set war ich schon mal dran und drauf, das mitzunehmen. Hab's dann nicht gemacht und ja, diesmal habe ich gesagt, jetzt oder nie. Es gefällt mir nämlich auch so gut. Das ist ein schöne, ja, Korallfarben. Das kommt in der Kamera ein bisschen dunkler und kräftiger rüber. Und dazu gibt es so eine bunte Leggings, finde ich sehr, sehr süß, auch hier mit dieser Spitze. Und hat 12,99 € gekostet. Auch da gab es natürlich die 15%. Und zuletzt dieser wunderschöne Bambi-Schlafanzug. Mega süß, der war sogar reduziert. Und auch da gab es dann nochmal die 15%. Weiter geht es mit C&A. Und da waren meine allerliebsten Bodies für die Kleine reduziert. Das sind so ganz schlichte, weiße Langarm-Bodies, Wickel-Bodies sogar, im Doppelpack. Und die kosten normalerweise 8 € und waren jetzt um 50% reduziert. Deswegen habe ich da ein bisschen zugeschlagen und zweimal den Doppelpack in 62 mitgenommen und auch schon in 68. Ich hatte sowieso vor, die nochmal nachzukaufen. Und da sie jetzt reduziert waren, habe ich da, wie gesagt, zugeschlagen. Ich liebe sie. Hätte am liebsten sogar noch ein bisschen mehr mitgenommen, weil ich die wirklich auch sehr gerne anziehe. Der Kleinen fühlen sich super gut an und sind wirklich spitze. Dann habe ich noch diesen Kurzarmbody mitgenommen. Ich fand den Print ganz, ganz süß. Der hat 4 € gekostet. Und auch dieses wundersüße Set durfte mit. Einfach so schöne Sommerfarben.
Das ist so eine kurze Leggings, also oder so eine Radler fast schon, mit diesem super süßen Oberteil. Und dazu gibt es auch noch dieses Haarband. Sehr, sehr schön für 13,99 €. Und bei diesem Haarband konnte ich auch nicht nein sagen. Das ist weiß mit einer großen Schleife. Hat 4 € gekostet. Und das ist halt natürlich, jetzt man sieht es auch nicht so ein ganz rein weiß. Aber ich dachte, das passt auch zu super vielen Outfits, weil ich das immer sehr, sehr schön finde. Und das war meine Ausbeute. Ich war ja eigentlich beim C&A, weil ich auf der Suche nach einem Kleid für die Hochzeit war. Habe aber bei unserem C&A nichts gefunden und hatte deswegen online bestellt. Und da ist es ein bisschen eskaliert. Upsi! Online bin ich dann tatsächlich fündig geworden mit diesem Set. Das sind 2 Kleider. Und ich wollte halt unbedingt ein blaues Kleid für die Hochzeit, damit wir alle 3 im Partnerlook gehen. Und das fand ich sehr süß mit den weißen Punkten. Und das 2. Kleid hat halt dieses Muster. Und das ist zufälligerweise genau der gleiche Print wie eben bei dem Set mit der kurzen Hose. Aber ich finde es sehr, sehr süß. Oder weiß ich gerade gar nicht mehr die Preise, weil wie gesagt, online stehen die auch nie auf den Etiketten. Dann habe ich im Sale noch ein bisschen rumgestöbert und habe dieses Kleid entdeckt. Das finde ich auch sehr, sehr schön mit diesem T-Shirt und auch nochmal diesen Jogginganzug in dem gleichen Print. Der ist allerdings in der 68 schon, aber finde ich nicht schlimm. Dann zum Herbst hin, denke ich, wird der auch dann gut passen. Und ja, finde ich sehr, sehr süß von dem Blumenprint her. Und dieser 5er-Pack kurze Shorts durfte auch mit, der war ebenfalls reduziert und ja, gefällt mir ganz süß. Und mit diesen Rüschen und die Prints, die Farben, mag ich sehr gerne. Außerdem wollte ich für die Kleine ja auch unbedingt eine Übergangsjacke haben. Da habe ich die auch im Sale entdeckt und die finde ich richtig schön. Natürlich ist das wieder eine traumhafte Farbe, eine meiner Lieblingsfarben. Und auch generell, ich finde die ganz, ganz toll. Die ist super dünn, hat super viele verspielte schöne Details, ist hinten auch ein Ticken länger und die hat jetzt 15 € gekostet, das weiß ich, gefällt mir richtig gut. Diese Jacken gibt es leider immer erst ab 68, aber finde ich nicht schlimm, da kann man das dann ein bisschen umkrempeln und von der Länge, wenn es ein bisschen länger ist, macht es gar nichts. Aber es ist nicht nur bei dieser Jacke geblieben, nein, wir haben uns auch noch diese Jacke zugelegt. Ich hatte noch 1-2 andere Jacken mehr bestellt, aber die durften dann zurückgehen. Und die hat meinem Mann sehr gut gefallen. Die sieht halt ein bisschen sportlicher aus. Und von den Farben passt sie halt auch zu ein paar Teilen mehr, weil die Farben auch ein bisschen dezenter sind und an sich auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch diese Weste im Sale entdeckt. Die wollte ich erst gar nicht behalten. Aber irgendwie dachte ich, das ist doch echt ganz süß. Die ist wirklich gut gesteppt. Die ist auch von innen ein bisschen dicker und somit wärmer. Und für den Herbst, denke ich, in der 68 wird das schon gut passen. Hat auch eine schöne Kapuze, die gepolstert ist. Und ja, von den Farben ist es ein schönes Dunkelblau mit so rosa Herzchen und Schmetterlingen. Ach, die Jacke von hinten habe ich euch gar nicht gezeigt, aber ganz schlicht. Ja, richtig schön und das war's dann auch. Und wenn wir gerade dabei sind, dann kann ich euch auch schnell meine Teile zeigen, die ich mitgenommen habe. Also es ist wirklich nur Basics. Aus dem New Yorker habe ich mir einmal so einen Tanktop mitgenommen in Schwarz. Ja, ganz schlicht und einfach, weil ich irgendwie sowas nicht habe. Die meisten sitzen super, super eng, die ich habe und ich mag das einfach nicht mehr. Deswegen wollte ich einen Ticken, was Lockeres und das hat mir ganz gut gefallen für 3 €. Dann habe ich mir dieses beigefarbene T-Shirt mitgenommen. Mit so einem V-Ausschnitt finde ich auch ganz schön. Das hat 4 € gekostet. Und im Prinzip das gleiche, nur aus einem anderen Stoff nochmal für 5 € habe ich mir dann noch in Schwarz mitgenommen. Und dann beim Vorbeigehen habe ich diese Jogginghose noch entdeckt. Die hat einen richtig schönen Beige-Ton. Jetzt kommt hier Schatten. Es zieht draußen nämlich gerade richtig zu. Ich glaube, es wird gleich anfangen zu regnen. Richtig schön Beige-Ton, fühlt sich auch super weich an. Hat unten wieder ein Bündchen, was ich besonders gerne mag. Und auch Taschen. Die Hose hat nur 10 € gekostet. Und ich habe mir hier eine M mitgenommen. Erst dachte ich so, wow, die ist echt zu groß. Ich habe alles mitgenommen, ohne anzuprobieren, denn ja, ich hatte irgendwie keine Lust. Früher ging das bei mir gar nicht. Ich habe immer alles anprobiert. Mittlerweile habe ich darauf gar keinen Bock mehr. Deswegen habe ich das auf gut Glück mitgenommen. Und die sitzt wirklich richtig, richtig gut. Nicht zu locker, nicht zu eng. Und was erstaunlicherweise bei einer M bei mir eigentlich nie der Fall ist,
aber die passt von der Länge optimal. Hätte ich niemals gedacht. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, mir nochmal ein, zwei andere Farben mitzunehmen. Für 10 Euro kann man da, glaube ich, echt nichts sagen. Und was ich dann noch mitgenommen habe, das hat einem bei Instagram gezeigt, das fand ich super genial, ist dieser Korb hier oder diese Tasche eher gesagt. Shopper, wie auch immer. So schön geflochten, so ein Rattan, aber halt aus Kunststoff, ne? Da hängt ein Haar fest. Normalerweise sind die ja wirklich immer aus diesem Seegras oder ähnlichen Materialien. Und das ist halt Kunststoff. Ich finde das Design halt erstens schön, die Farbe ganz toll. Das ist so ein Taub, so ein dunkles Beige, halt so ein Taub. Und ich finde das halt so genial, da das aus Kunststoff ist, kann man das halt super mit in den Urlaub nehmen, wenn wir am Strand sind, wenn wir im Hallenbad oder im Freibad generell sind, kann man da auch mal nasse Sachen reinlegen und die Tasche bleibt halt trotzdem immer noch 1A in Schuss. Das hatte ich nämlich früher bei meinen Stofftaschen immer das Problem, die sind super schnell schmutzig geworden oder ja, die waren dann nass und dann mussten die erstmal trocknen, hierbei sind läuft das Wasser quasi unten wieder raus. Hat einen stolzen Preis mit 25 Euro, aber mir war es echt wert. Ich finde die super, super cool. Und im Prinzip könnte man die auch einfach so zum ja, Einkaufen benutzen oder so. Und dann habe ich auch noch diesen Serviettenhalter mitgenommen, schlicht schwarz, für 4 Euro. Fand ich auch ganz süß. Genau. Das war es aber jetzt wirklich. So, ich habe jetzt die Kleine ins Bett gebracht und ja, ist einfach schon Schlafenszeit. Denkt man gar nicht, oh, Sonne blendet. Ja, weil es noch so hell ist, aber tatsächlich für die Kleine schon Schlafenszeit. Ja, das war es auch soweit für heute. Ich sehe total verwuschelt aus, weil ich mit ihr im Bett lag. Ja, ich wollte mich nur verabschieden. Das war's für heute. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns einfach schon beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.